Wonach es riecht? Es riecht nach... Ich weiß nicht. Ich muss sagen, es riecht manchmal nach afrikanischem Furz. Aber generell... Boah, wie soll ich den Geruch beschreiben? Ich bin schlecht darin. Meine Nase ist auch nicht mehr so gut, Chat. Die ist schon ein bisschen durchgeschnupft. Hi. Ja. Excuse me, brother. Brother, one second. How... I have a question. How would you describe the smell here? Yes, what? How does it smell for you around here? Smell. Smell. Like the smell around. Can you describe? I don't know, but I know Banji. What are you smelling marijuana. Right now? Eh? Marijuana. No, yeah? You smell marijuana right now? Yes. Really? I don't smell it. You feel what? I just want to know what right now, when you smell. What are you smelling? This weather, this time. Yeah, what do you smell right now? This now. Now. I'm just for me, I'm smelling this rubbish. This rubbish you're smelling? Yeah. Okay. Okay. And you? Even me now. I smell real good now. I don't think. Okay. Yeah. I tried to describe the smell for myself, you know. Like, I would say you can smell some food. Okay. Yeah. Like food. Like sometimes some smoke when somebody burns something. Oh. Yeah. You want to smell food? Oh. You know, this is what I smell now. Little bit food, little bit of the trash also sometimes. Yeah. Now for me, I'm smelling like those things there, chapats. Yeah. Sambosa. Yeah. Food there. Yeah. That's okay. Yeah. Thank you, brother. How is it now? It's good, bro. Yeah. Thank you. Have a good one. Ja gut, ich kann es sagen, also er hat es gut beschrieben. Essen, manchmal riechst du das Essen, manchmal riechst du halt auch den Abfall. Also so, keine Ahnung, mal ein bisschen Kacke. Was ist denn hier hinten los? Ah, die Salatsbauern. Hallo. Bruder, das Ding reparieren die noch. Wow. You get this repaired. Respect. Respect. What are you changing? We are going to work on the frame. Oh, okay. On the frame, yeah. Yeah, it's broken. Okay. It's broken. Oh, okay. This is broken. Why? It's broken because of the road. Where did you buy this? Where did you buy this one? To buy the whole frame. But where did you buy this truck? The truck from Japan. Ah, okay. It was not working before, or what? Yeah. It was broken. It was broken for about 3 months. Oh, but now you repaired it. Now we are going to repair it. Did you change the engine? We are going to remove the engine and repair the frame. Yeah. And then we put it back. But you used the original engine? Yeah. Oh, okay. And the engine is still working? Yeah. Oh, okay. Okay. So this one probably had an accident before or something. Yeah, it had an accident. Yeah. Oh, amazing. Good job. Have a good one. Oha, was ist denn hier los? What are you smoking? Is that tobacco? You okay? Nee, die rauchen Pfeife. Hallo. Hä? It's just interesting here, what the people sell here. Yeah. Bruder, wo bin ich denn hier, Alter?
Was geht denn hier ab? Wo bin ich denn jetzt rausgekommen? Das Problem ist immer ein bisschen, Chat, beim Livestream. Ich kann euch nicht von der Schulter nehmen, weil ich ein bisschen Schiss habe, dass ich sonst beklaut werde. I'm good, thank you. Das andere Problem ist aber, dass ich Angst habe, irgendwelche Kinder zu filmen, die nackt sind. Deswegen muss ich immer ein bisschen gucken. Naja, ab und zu hast du es in Afrika mal, dass dann halt da auch mal ein kleiner Bub nackt rumläuft. Das will ich natürlich nicht filmen. Das muss ich ein bisschen aufpassen. Wie unterscheidet sich die asiatische, europäische und afrikanische Vorort? Also der afrikanische meiner Meinung nach riecht sehr tief und sehr fruchtig, also sehr, ja, sehr, sehr stark, also nicht stark, sondern eher sehr, wie so ein sehr feuchter. Der thailändische ist halt, ist der meist stinkendste meiner Meinung nach, wegen, weil die so viel Chili essen. Also ich sag auch, Chat, ich würde einen Kenianer, einen Deutschen und einen Thailänder am Forts unterscheiden können. Wenn die in ihrem jeweiligen Land auch leben. Hundertprozentig. Das meine ich vollkommen ernst. Ich würde das erkennen. Hello. Hello. I'm good, thank you. I just walk around. No, sorry, ma'am. I'm just walking. Yes. Okay, was wir machen können, Chad? Ich habe leider nicht so viel Bargeld dabei, aber ich nehme jetzt hier die 50. Dann kaufen wir jetzt einfach Schnuckzeug und gehen nach den Kindern. Können wir eigentlich echt machen. Ich habe nur eigentlich keinen Bock auf so viel Aufmerksamkeit hier. Wir haben nämlich eh auch noch... Eigentlich hätte ich gesagt, wir machen $43, weil wir haben nämlich noch von Dennis, von der Waisenhaus Spendenaktion sind noch $43 übrig. Die habe ich ja gesagt, die verschenken wir einfach irgendwann mal irgendwo. Habe ich jetzt leider nicht dabei, aber ich werde jetzt hier auch kein ATM finden, das ist das Problem. Machen wir das, gehen wir das halt. Ist schon mal ein Anfang. Lieber einen Fußball. Wo gibt's hier Fußball? Wo gibt's Fußball? Wir müssen am besten eine Mama finden. Das Ding ist, ich will denen eigentlich kein Schnuckzeug kaufen. Hallo. Ich trinke erstmal was. Oh, Joghurt. Hallo. Is there any shop where I can buy some toys for kids? Like football or something? Mm-hmm. Hallo. Ich will halt nicht nochmal die eine Straße zurücklaufen, Chat. Das ist Energy. Ploy. Powerploy. Ich trinke quasi meine Ex-Freundin. Hallo? Yeah. 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 Are you a boxer? Are you a boxer? Excuse me. Is there any shop where I can buy some toys for the kids? What? You go where? Yeah? How are you? Sir, do you know where I can find a shop for the kids for toys? For toys? Yeah. Yes, but what is this? Is that a camera? Yeah, that's a camera. But you are viewing our streets. Yeah, it's just for a little bit, like, filming, you know. No, do you have, like, a permit which allows you to keep on recording? I don't really have a permit, but... Yeah, that's now.
whereby I want you now to get it. Huh? I want you to take you somewhere so that you get it. Nah, it's okay, sir. Let's go. If you don't want me to film, I don't film. Yeah, it's yeah, okay. No, you come. No worry. No, let us go and you get it. No, it's okay. No, let's go. No, then I don't film, because it's okay. Because what we don't want is to keep on now recording. Yeah. Unless when you have a permit. Do you have a permit? No, I don't have a permit, but if you don't want, then I don't film it. But you have now already filmed. No, I don't have any film. No. I didn't film anything. No. So. No, I want that. I want that to be verified. Eh? Okay. I want you to. I want that to be verified. If you have been recording. I didn't. I didn't record anything. Yeah. I didn't. So you come and we go here so that. No, I'm not going anywhere now. I'm going now, away from here, to my hotel. To your hotel? Yeah. Where is your hotel? In the town. Thank you, no, sir. That's good, because I'll make a phone up. Okay, gibt's nichts für die Kinder. Chat, der will Geld machen, wir müssen weg. Wir müssen weg. Er verfolgt mich. Er verfolgt mich. Scheiße. Okay, ich werde gleich abbiegen und rennen. Er verfolgt mich komplett. Ich raste aus, Digga. Wir gehen auf die Main Street. Follow me. No. I tell you to leave me alone. No. I don't want to talk to you. Läuft auf der anderen Straße. Bruder! Mister, can you take me? This man is following me. Just take me. Just go. Go. I give you money. I pay you. Just bring me away. This guy is following me. Go which side? Just bring me, go more. Just go more. Just go to another district a little bit. I tell you, no worry. Because I know he's gonna call some friends now. Ui, what a car. On top there you can drop me. He can steal your phone. Ah no, he just wanted to make money with me. Yeah. He wanted to act like police and stuff. Yeah. Ah. So I just went away, but he followed me all the time.
Because it's happened already 2 times, you know. It's enough. Okay, you can drop me here. It's okay. It's okay, or I would give you 10 actually for helping me, but you have change. Yes. Okay. Thank you. Okay, you're welcome. Chat, so. Der Typ wollte Geld mehr. Warte mal, ich gehe aber jetzt erstmal von der Straße. Wir gehen jetzt erstmal von der Straße, nicht, dass er sich auch ein Taxi genommen hat und mir hinterher gefahren ist. I don't know. Oh. Chat, der wollte mich zur Polizeiwache bringen, hundertprozentig. Er wollte mich zur Polizeiwache bringen, mir Angst machen, Geld nehmen. Und dann hätte ich wieder gehen können. Das wäre dasselbe wie in Kenia, in Nairobi damals. Die sehen die Kamera und sehen halt direkt das Geld dann, ne, manche. Ich nehme es ihm jetzt auch nicht mega böse oder so, alles gut. Aber ist halt seine Masche. Die habe ich halt jetzt schon 3 Mal erlebt. Und diesmal habe ich mich halt direkt verpisst. Letztes Mal bin ich halt mitgegangen. Aber ich habe gesehen, er hat keine Knarre oder so. Ich meine, Jet, ich bin ehrlich, ich würde auch lieber, komplett legal da rumlaufen, ne? Also sage ich mal, irgendwie eine Drehgenehmigung, aber sowas, Digga, das ist halt einfach nicht möglich, Mann. Wie willst du denn das hier in Afrika machen, Alter? Entweder man will das reale Leben zeigen oder halt nicht. Alles gut, ich nehme das in Kauf. Nein, der hatte wieder so ein Hemd an. Ich habe das direkt gesehen, was er getragen hat. Der war safe mit der Polizei. Der hätte mich jetzt zum Polizeirevier gebracht. Der kennt die. Der war bestimmt irgendwie so ein Ortsvorsteher oder sowas. Er hätte mich damit hingenommen. Dann hätte ich abdrücken müssen. Ich hätte da halt wieder irgendwie 2 Stunden gesessen. Weil desto länger ich da sitze, desto mehr bin ich bereit zu bezahlen. Das machen die immer so. Weißt du, desto länger ich dort sitze, desto weniger habe ich Bock, da zu sein. Und desto mehr bin ich bereit zu zahlen. Wenn ich nach 5 Minuten, das funktioniert hier halt leider nicht. In Thailand funktioniert das. Den gibst du einfach, ich weiß, was die haben wollen, wenn mal irgendwas ist. Dann gebe ich denen halt ihr kleines Trinkgeld und dann gehe ich weg und alles ist gut. Aber hier ist es halt, habe ich die Erfahrung gemacht, eher so, dass du dann halt da auch einen halben Tag sitzt, weil du dann irgendwann keinen Bock mehr hast und desto mehr kriegen sie halt. Und ich habe keinen Bock, jetzt so lange da rumzusitzen. Ja, ich brauche die Chief-Karte. Ich muss die immer mitnehmen jetzt. Ich nehme die ab sofort immer mit. Okay, ich bin jetzt eh nicht mehr in Uganda. Chat, und für die Leute, die das jetzt so denken, mein Ziel, wenn ich so solche Gegenden filme, ist überhaupt gar nicht, um irgendwie jetzt einfach nur, keine Ahnung, wie arm die Leute sind sozusagen. Ich will ja eigentlich eher einfach euch zeigen, wie das Leben halt ist, so dieses normale Street-Leben, so wisst ihr, das waren ja wirklich die so normale Leute halt, und die waren ja eigentlich auch alle nett dort. So, die ganzen Leute da waren ja alle mega cool. Damit ihr halt auch mal seht, das ist eigentlich nicht so, es ist jetzt nicht so gefährlich, wie man immer so denkt. Wisst ihr, was ich meine? Man kann sich da ja bewegen. Hätte ich keine Kamera jetzt gehabt, dann wäre es ja gar kein Problem. Was ich mich nur gerade frage, ob die Leute mir ohne Kamera vielleicht irgendwas anderes, ob die dann sagen, das hier ist verbotenes Gebiet, hier darfst du nur laufen mit, weiß ich was.
Digga, wie er mich einfach verfolgt hat. Ey, ich hatte so Angst. Wisst ihr, was eben mein Problem war bei dem Boda Boda Chat? Ich hatte Angst, dass die sich kennen, weil die kennen sich ja alle immer gefühlt. Und dass der dann stehen bleibt, weil der Typ ruft, weil er war direkt auf der anderen Straßenseite. Der war direkt auf der anderen Straßenseite. Ich habe die Straße überquert und er war direkt auf der anderen Seite, direkt neben mir, quasi parallel. Und deswegen hatte ich Angst, wenn ich ihn anhalte, dass er zu lange braucht. Deswegen habe ich direkt gesagt, fahr, ich gebe dir Geld, ich gebe dir Geld. Und er hat auch kurz rüber geguckt, das war das Problem. Er hat kurz rüber geguckt. Er war quasi mein Fluchtfahrer. Ich habe dem Fahrer jetzt 10.000 gegeben. Ich meine, für die Strecke, das sind normalerweise 2.000 oder so, die er dafür bekommt. Er hat mich jetzt 2 Minuten gefahren. Das Problem ist, ich habe gerade voll Schiss, zurück auf die Straße zu gehen. Deswegen bleibe ich jetzt auch kurz einen Moment hier, Chad. Ich habe gerade wirklich Schiss, auf die Straße zu gehen, weil ich nicht weiß, ob der Typ... Das Problem ist, ich bin halt... Manchmal wünschte ich wirklich, ich könnte mich einfach anmalen oder so. Dann würde ich nicht so auffallen. Ich frage mich, wie das... Wenn jetzt zum Beispiel du bist aus Kenia und bist Livestreamer, wie das für den ist. Ich glaube, für den ist das viel entspannter. Der spricht die Sprache und alles so. Das ist, glaube ich, viel entspannter. Das Problem ist, mich erkennst du ja hier auf 8 Kilometer. Der ruft hier einmal in der Gegend an, ruft ein paar Freunde an und fragt, habt ihr einen Weißen gesehen mit weißen Haaren? Halb abrasierten Kopf, Digga? Dann machen die noch ein paar Anrufe und dann haben sie mich. Also ich brauche hier keine Straftaten begehen, Jungs. Dann bin ich... Ich kann mich nicht verstecken. Aber Chat, wie gesagt, ich wollte... Also denkt jetzt nicht, dass das passiert euch... Das passiert mir, weil ich eine Kamera habe, okay? Das passiert euch nochmal... Also mir ist das noch nie ohne Kamera passiert, sowas. Scammer gibt's überall, aber dieses... Das passiert wirklich nur wegen der Cam. Weil das halt für die easy money ist. So, es wird ja auch mal ab und zu vielleicht ein YouTuber vorbeikommen oder so. Für den ist das halt easy money. Also das passiert euch wirklich nur, das passiert mir nur deswegen. Oh, ich bin gerade schon ein bisschen stolz auf mich, Chad. Bin ehrlich, ich fühle mich gerade ein bisschen wie in einem Actionfilm. Einfach Verfolgungsjagd, Junge, und ich habe gewonnen, Alter.